Gut, wir müssen zum Tunnel. Hä? Was ist das? Wintervorhersage, ein Hinweis mit Details zum Wetter rund um Milton. Haben wir das übersehen? Wetterwarnung, schwerer Schneefall und rekordverdächtige Tiefstemperaturen erwartet. Handschriftlich darunter gekritzelt. Es wird dir nicht gefallen, aber wir müssen nach ihr sehen. Irgendjemand muss es einfach tun. Okay. Stadtbewohner wollten wahrscheinlich... Hä? Haben wir doch schon. Nee, Freunde. Ne? Das, die Nummer ist durch. Ach so. Nee, alles gut. Wir sind satt. Es ist Mittag. Wir können auf jeden Fall nochmal losziehen. Macht nur ein bisschen Sorge, dass wir keine Abwehrmaßnahmen gegen Wölfe haben. Aber ich glaube, zuallererst gehen wir mal die ganzen Plörrie loswerden. Und stärken uns am besten noch ein bisschen. Ja, Rohrkolben haben wir noch keine gefunden. Die sind meistens so am Seeufer oder an Flussnähe zu finden. Kann man essen, wie auch den Kopf als Zunder nehmen. Wir haben auch noch nicht die Tresorkombination gefunden. Für die Banktresore. Ne, das ist kein Wolf, oder? Der da hinten sitzt. So, gleiche Prinzip erstmal ablegen und dann schauen wir danach, was wir dann als Wegverzehrung dann wieder mitnehmen. Ja, sieht viel aus, aber wie gesagt, man kann sich sehr leicht täuschen. So. Den nehmen wir schon mal mit. Oder den essen wir gleich, glaube ich. Mal ein bisschen nach Haltbarkeit gucken. Können wir uns gleich noch reinschrauben. Ja, bisschen Hunger haben wir. Käffchen. So würde ich sagen. So, was haben wir sonst noch, was wir wegschmeißen können? Die
Turnschuhe, die können wir auch gleich in den Schrank packen. Müssen noch die Pilze finden und noch Bartflechtenverbände machen. Ah, hier, guck mal, jede Menge Zeit. Jetzt können wir auch ein bisschen was für uns bunkern. Da reicht mir dann ein Brandbeschleuniger. Ein Buch. So, würde ich sagen. Und bring noch eben ein paar Klamotten weg. Wunderbar. Okay, eine Unterhose und ein paar Socken können wir bei Gelegenheit noch stopfen. Und vielleicht noch Mackenzies Wollmütze. So, wir sind bereit. Ab zum Tunnel. Geworfene Signalleuchten oder Fackeln können feindliche Wildtiere möglicherweise verscheuchen. Möglicherweise. Ich hoffe auch Steine. Will ich den Schlafsack und die Lampe vielleicht hier lassen? Ach komm. Ich dachte wegen den Geräuschen, die wir hier verursachen. Aber andersrum, Das soll kommen, Handy. Okay, ich muss jetzt nochmal zurück. Kohle, sehr gut. Wenn das Feuer bereits brennt, das als zusätzlichen Brennstoff hinzuzufügen. Da haben wir schon mal die Wölfe. Irgendwo, wo es sichtbar ist. Ablegen, ablegen. Ablegen. Die Lampe behalte ich mal bei mir. Noch eine Dose, die wir ablegen können. Eigentlich auch das Werkzeug. Das brauchen wir eigentlich auch erstmal nichts. Auch erstmal nicht. So, den legen wir mal hier auf den Tisch. Werkzeug daneben. Hä? Stein? Oh, ich habe nicht die Kohle gedroppt, sondern die Steine. Wunderbar. Da ist die Kohle.
Huhu. Ja, es ist merklich windiger und kälter geworden. Na gut, dass das hoffentlich nur eine kurze Reise ist. Ich meine, aus der Richtung hier waren Wölfe zu hören. Ich hoffe nicht. Da hinten ist ein Wolf. Machen wir eben einen Schlenker hier an der Tank vorbei. Ja, die Geräusche sind echt heftig. Da kann man schlecht einzelne Geräusche heraushören. Da ist der Tunnel. Na gut, solange der Hirsch da flüssig entlang tapst, sind wir, glaube ich, relativ safe. Da ist ein Bus. What happened here? Verbrannte, eine gefrorene Leiche. Die hat nichts. Gefängnistransporter-Protokoll. Protokoll des Bundesgefängnistransporters von Schwarzfels. Folgende Gefangene werden unverzüglicher Wirkung zum Bundesgefängnis Schwarzfels gebracht. Diverseste Namen, insgesamt 13 Gefangene, bekannte Erkrankungen keine. Lese ich jetzt gerade mal nicht vor, weil wir hier mitten in der Wildnis stehen. Painkiller. What have we here? Und eine Krähenfeder, da kann man dann später Pfeile draus machen. Ja, ist ja super. Ein Wort draufgekritzelt, Ausdauer. Cool. Da hat sich der Weg ja mal gar nicht gelohnt, würde ich sagen. Und wir müssen wieder irgendwie zurück. Weißt du was, ich nehme nur mal zwei weitere Steine mit. Doch, hier geht's hoch. Es ist ein bisschen wärmer geworden. Was macht der Wolf da hinten?
verfolgt das Reh. Teuer. Ich lauf mal ein bisschen außenrum in der Hoffnung, dass der Wolf nicht von dem Reh ab, von dem Hirsch ablässt. So dass wir eventuell hier nicht gesehen vorbeisneaken können. Ja, die Bäume machen auch nicht gerade vertrauenserweckende Geräusche. Ja, halt durch. Vielleicht sind wir bei der grauen Mutter. Können wir uns ein bisschen am Feuer wärmen. Das war hoffentlich nur das Haus. Hat die Geräuschkulisse jetzt zugenommen irgendwie? Im Lauf, Junge. Ich dachte, ich wäre zu langsam gewesen. Ich muss die Sprint-Taste auch gedrückt halten, nicht einmal kurz antippen. Verdammt! Boah, das war natürlich jetzt gerade richtig ungeil. Naja, solange wir warten, können wir ja ein bisschen hier an unsere Sachen rumstopfen. Bisschen mehr als ein halbes Stündchen. So, warm ist es auch wieder. Wir haben uns gewärmt. Mal 25 Minuten. Niemals untätig rumsitzen. Es gibt immer was zu tun. Sehr schön. Ich würde sagen, ein bisschen was trinken können wir. Mit dem Essen warten wir noch mal bis zum Abend. So, hat die Rast geholfen? Ist der Wolf weg? Das wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Erdbeben haben der Infrastruktur auf großer Bär übel mitgespielt, sodass es schwierig und gefährlich ist, sich auf der Insel fortzubewegen.
Ja, alles sehr unwirtlich. Sagt man das so? Aha. Da kreisen Vögel. Da könnte Ass sein. Es ist aber auch möglich, dass da ein Wolf noch ist, eventuell. Okay, der frisst an dem Reh rum, glaube ich. Oh, krass, in dem Auto waren wir noch gar nicht. Wir haben auch immer noch kein Brecheisen gefunden. Schön, wenn der Wolf noch ein bisschen was vom Fleisch übrig ließe. Das könnte man nämlich dann schön unserer Kochstelle kochen und dann verknusen. Da ist der Wolf. Licht. Ich glaube nicht, dass das der von der Tankstelle ist. Aber wir sind erstmal safe. Überladung und Erschöpfung führen zu Verstauchungen, beziehungsweise riskieren Verstauchungen. Ach, guck mal, sie hat ein Süppchen für uns vorbereitet. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. If the tunnel was blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. My only way through. She was there at the tunnel, at the bus. I'm sure of it. You think she passed through the tunnel? I'm not sure, but she was there. She left me a sign, a word. Perseverance. A word from the old days. Why would she write that? She's telling me she won't give up. Or maybe reminding you not to. Why write such a long name, though? It has to mean something more. Why? Because you mean so much to her? Because she wrote it in blood. I seem to recall a town somewhere up north, far, what was it called? That's it. Perseverance Mills. Old logging and mill town used to be an important place. Now it's mostly dead, like Milton. Maybe she's pointing you there. Perseverance Mills. How do I get there? By car, before the quakes, when the roads were clear. Looks like I'm on foot. That will be a long road. I'm starting to get pretty worried about my friend.
There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse. On the other side of town. That night... The memories are confused, but... Somehow, I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help. And they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank, you'll find the answers. Now go. Okay. I must be losing my mind. It smells like food cooking in here. It's been a while since Grey Mother had anyone to make meals for. Please, take some soup before you go. Thank you. That's really very kind. Okay. Ja, das ist, nicht einfach zu finden. Könnte noch versuchen, zum Farmhaus zu gelangen. Ich weiß allerdings nicht, ob der Wolf da nicht eventuell noch, wahrscheinlich immer noch an seinem Reh rumhackt. Das wäre mitten im Weg. Vielleicht kann ich hier irgendwie an einem Wasserturm vorbei. Checken wir es mal. Okay, das klappt. Also es ist ziemlich kalt, auch hier sind die Pilze, die wir brauchen. Für den Tee. Ich habe jetzt noch weitere. Ach, ich höre ja Wölfe. Sind ein paar mehr geworden. Würde ich sagen. Kein Gefühl aus der Richtung, wo wir hin wollen.
Zumindest haben wir einen Ball, mit dem wir uns wehren können. Das da hinten müsste das Bauernhaus sein. Oh, die sind ziemlich nah, die Wölfe. Auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Da hinten ist einer. Zwei Häuser. Das dahinter scheint das Bauernhaus zu sein. Das vorne ist ein Schuppen. Oh. Ob er uns gesehen hat. Scheiße, jetzt wird's wieder kalt. Vorsichtig.